für unsere letzte Sendung über die Buribewocher, nämlich mit in die Nacht von Gesen, nicht weit von der deutschen Grenze, bei Dambach Nienhofen. Bonjour, Binant. Ich nehme euch mit im Schloss vom Schöneck. Und da ist dann drin, wir können eine kleine Reise machen. Auf ihrem 150 Meter langen Sandsteinfelsen hat Buri Schöneck geschlummert und Pflanzen haben ihre Schönheit verschleiert. Doch plötzlich haben sie ein paar junge Prinzen aus ihrem Schlaf gezogen. Depuis que je suis petit, que on vient avec mon père notamment, quoi. Et puis ça s'est poursuivi, voilà, vers mes 18 ans, on a commencé à venir avec des amis ici, et on a commencé à déboiser un petit peu, faire un peu, ouais, un peu nettoyer par ici. 10 Jahre sind vergangen, aber sie bleiben immer noch drei und von ihrem Reiz bezaubert. C'est ce qui reste d'une énorme salle voûtée donc datant de la Renaissance. Et donc dans cette salle, on voit bien comment le rocher et les parties maçonnées s'imbriquent. Donc c'est typique des Vosges du Nord, des châteaux semi-troglodytes. On a notamment cette fenêtre-là qui est totalement taillée dans le rocher avec le départ de cette arcade. Et la suite de la voûte est maçonnée, quoi. Mais on voit vraiment bien que tout est mélangé ici. An der Wand Spuren von einem ehemaligen Kalkputz, Beweis von einer gemütlichen Einrichtung vom Raum. Und an anderen Plätzen sind auf dem Boden noch Tonplatten sichtbar. Sie haben früher Tonplatten geleitet. Und da sehen wir noch die Finger, wenn sie die Platten fasoniert haben. Da stehen wir jetzt in der Kapelle vom Schloss. Und ja, effektiv, früher haben sie gut gelebt in dem Schloss und dann haben sie einen Kapelle gehabt. Wieder strafen drei romanische Fenster aus dem 12. Jahrhundert. Und dann Bastion aus dem 15. Nous avons plusieurs éléments intéressants, notamment une porte qui mène à des latrines d'époque, puisqu'il en fallait aussi, quoi. Puis toute une série de canonnières. Et donc au centre, on a les étages inférieurs de la tour qui sont encore bouchés. Bon, ce serait peut-être à fouiller un jour, mais il y a un gros travail à faire. Et une petite fenêtre donnant sur la cour en contrebas. Et enfin, une cheminée pour avoir un point de chauffe pour cette grande pièce. Aber da, wo die Felsenbasis schmal wird, sind Wohnräume nur 3 Meter breit. Eh ben, la soupe, hein, c'est parti, là. La pause. Mit den Jahren haben sich die Buri-Verehrer auch ein bisschen gemütlich gemacht. In dieser Hütte finden sie bei Schnee und Regen Unterkunft und schlafen sogar hier. Nach dem Essen geht es wieder an die Arbeit, diesmal mit aktiver Hilfe vom Psycher aus Mannheim. Also ich war vor 3 Wochen mit meiner Schulklasse hier und wir haben die Ruine besichtigt. Und ich habe hier Menschen gesehen, die gearbeitet haben, es hat mir gefallen. Und da bin ich mit Familie gekommen. So neue Kräfte sind immer willkommen, obwohl sie in den 10 Jahren schon unglaublich viel geleistet haben. Doch unzählige Steine warten noch darauf, den Platz wieder zu finden, wo nicht die Buribäuer von früher zugewiesen haben. Si on pouvait savoir s'ils sont là en haut et qu'ils nous voyaient en train de travailler, qu'est-ce qu'ils diraient, quoi, s'ils sont contents de nous ou pas, quoi. On fait partie de l'histoire de ce château, quoi, en fait. Et pour ça, on est très fiers. Aber es ist nicht stolz allein, wo sie hier fesselt. C'est comme une femme, je suis tombé amoureux. c'est le coup de foudre. Alors que je suis picard et je suis venu ici, je suis tombé amoureux de ce château et je veux plus le lâcher. Je ne veux pas le laisser tomber en ruine. Und lieb kann von der Vergessenheit reden. Eine Gewissheit, wo all die Buri-Wächter und Vereine teilen und wo sie mit Leib und Seele vorantreibt.